Alright, Leute, willkommen zurück zu Case Clicker. In der letzten Folge, nein, nicht ganz in der letzten Folge, letzte Woche ungefähr, habe ich euch ja gezeigt, wie es aussieht, wenn man 150 Millionen Tickets auszahlt. Da kriegt man ein sattes Inventory von 15 Millionen und macht dadurch sein Spiel kaputt, weil das total langsam läuft. Ich konnte es nicht sitzen lassen, es hat mir in den Finger gebrannt, aber ich musste nochmal schlappe 100 Millionen Tickets draufballern. Das macht mein Inventory nun zum satten 34... Es ist schon wieder gesunken. Das Spiel klaut mir Geld auf jeden Fall auf 23 Millionen. Vorhin waren es 24 Millionen. 23 Millionen Inventory wert. Warum habe ich das gemacht? Weil an sich lief das Spiel so oder so schon scheiße mit 15 Millionen. Warum habe ich nochmal 10 Millionen draufgepackt? Was ungefähr jetzt 660.000 Items sind. Ich hatte ein bestimmtes Ziel. Ich wollte der Allerbeste sein. Ich wollte sie alle haben, wie keiner vor mir war. So ungefähr. Und jetzt versucht sie irgendwie melodischer zu machen. Aber dadurch rutsche ich auf den ersten Platz. Weltweit. Ich bin weltweit der größte Inventory-Besitzer mit 24 Millionen. Danach kommt der 22 Millionen. Die Leaderboards gibt es ja nicht mehr mit den neuen Updates. Ist ja mit Google Play alles verschwunden. Deswegen keine Ahnung, ob das aktuell ist. Aber ich bin Number One nach über 7 Monate. Na, schon fast, ja, über 7 Monate habe ich dieses Spiel durchgespielt. Ich bin der weltgrößte Fick auf dieser Welt mit 24 Millionen und ich kann mir damit auch nichts anstellen, weil ich das Spiel nicht spielen kann. Ist das krass oder was? Ich hatte nicht unbedingt vor, Erster zu werden, aber nachdem ich 15 Millionen hatte und dann hat mir ein Zuschauer geschrieben, dass ich irgendwie im Platz 15 oder so bin mit dem Rang, beziehungsweise mit dem Inventory, dass ich auf Platz 15 bin, dann dachte ich mir, ey, komm, die 100 Millionen, die knackst du jetzt auch und dann wirst du Erster. Da kannst du nicht auf dir sitzen lassen. So, Skins in den Equipment bin ich auch am meisten mit 59.000. Open Cases bin ich bei weitem nicht so weit. Ich, keine Ahnung, ich habe überhaupt nicht so viele aufgemacht. Bin aber auch unter den besten 7%, steht oben rechts auf jeden Fall. So, und Top Money, was haben wir hier? Nee, Money habe ich überhaupt nichts. 126.000 ist mein Rekord. Ich könnte jetzt natürlich alles verkaufen, dann hätte ich 999.000, dann wäre ich auch auf Platz 1. Aber wir können uns mal das Equipment angucken. Dauert natürlich wieder 6 Minuten, bis das ladet. Ich hatte vorher 34.000 Items, jetzt habe ich 60.000 Items. Ich habe es nochmal verdoppelt. Also das heißt, es ist noch doppelt so langsam. Ja, klar. Warum auch nicht? Anstatt das Problem zu fixen, dass ich das Spiel wieder sauber spielen kann und dass es nicht ruckelt, mache ich es nur noch schlimmer. Aber dieser erste Platz, der war es mir wert. Ich habe Screenshot gemacht, geht in die Ewigkeit rein, kommt bei mir auf Instagram an die Fotowand. Hey, hat nur schlappe 6 Minuten gedauert. 60.000 Items. Ich kann nicht scrollen. Scheiße, ich kann nicht... Doch, es scrollt. Warte, es scrollt. Oh, ist das langsam. Das ist noch langsamer geworden. Scheiße. Aber guckt euch an, wie viel Karambits ich habe. Scheiße. Scheiße, die Wandern. Das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Wo ist das Ende? Holy shit, Alter. Jetzt kommen die Bayonet Knight. Oh, Mann. Ich habe jetzt wirklich genug von Items, ne? Ich habe mehr als genug. Viele in den Kommentaren haben mir auch empfohlen, ich soll mal alles verkaufen, was unter 300 Dollar ist. Aber Leute, guckt euch das an. Wenn ich alles unter 300... warte mal, da stört was. Alleine schon, wenn ich alles unter 330 Dollar verkaufe, verliere ich 5 Millionen Inventory. Das sind 50 Millionen Tickets. Und das sammelt sich schnell. Wenn ich alles unter 400 Dollar verkaufe, verliere ich schon 10 Millionen und so weiter. Weil der ganze Durchschnitt hängt dort bei diesen 304 Millionen. Und wenn ich nur unter 200 verkaufe, dann macht es nicht viel aus. Guck mal, ich verliere nur 25.000 Items von 60.000. Das Spiel läuft nur flüssig bis circa 10.000. Ich muss 50.000 Items verkaufen circa. Deswegen, verkaufen ist ausgeschlossen. BlueStacks habe ich probiert mit dem Emulator für PC. Funktioniert auch nicht super. Also, ich bin im Arsch, aber ich bin zumindest Erster. Das ist die Hauptsache. Das war mein Ziel. Mein Ziel seit kurzem auf jeden Fall. Wenn ich alles unter 460 verkaufe, sind es schon 11 Millionen. Wie gesagt, dann wird das Spiel wahrscheinlich flüssig laufen. Dann hätte ich ungefähr 20.000 Items. 40.000 würde ich verlieren. Aber es ist irgendwo nicht der Sinn darin, dass ich so viele Items gesammelt habe, nur um die dann in Dollar umzuwandeln. 11 Millionen Dollar habe ich keinen Bedarf für. Ich will die Items haben. Ja, I am the Champion. Platz Nummer 1. Mega fett. Finde ich gut. Geht in die Geschichte ein bei mir auf jeden Fall im Kanal. Einmal im Leben Erster sein bei irgendwo. Auch wenn es ein Spiel ist wie Case Clicker. Hinterlasst einen Daumen hoch, wenn ihr den ersten Platz genauso geil findet wie ich. Und klickt hier oben rechts auf das i. Dort zeige ich euch, wie ihr auch so viele Items holen könnt im Casino. Vor allen Dingen, weil jetzt auch Facebook Cloud Safe funktioniert, ist das noch um einiges einfacher. Wie gesagt, hinterlasst einen Daumen hoch. Und abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flotze. Flop.